Also das kürzere Thema dürfte auf jeden Fall das von Simon sein. Ja, ich habe mir heute die Namen extra aufgeschrieben, sonst würde ich das sowieso nicht mehr gebacken kriegen. Ihr kennt mich ja, also ich kann mir ja nichts merken. Ich habe jetzt extra hier eine Textdatei auf, und der drin steht, ja, der und der hat das und das geschrieben, sprich mal darüber oder so. Also sprich mal darüber habe ich nicht in die Textdatei reingeschrieben, aber das kann ich mir dann denken. Ne? Also ich weiß ja, warum ich mir solche Textdateien anlege. Und ja, Simon sagte, sag doch mal, welche Wünsche du so für das nächste Minecraft-Update hättest. Ist eigentlich ein cooles Thema, wenn man drüber nachdenkt, weil über was könnte man Sinnvolleres reden in Minecraft als über Minecraft, ne? Ist ja irgendwie naheliegend. Problem ist nur, dass ich dazu eigentlich gar nicht so viel sagen kann. Denn wenn ihr mich fragt, was ich mir für das nächste Minecraft-Update wünsche, dann ist es in erster Linie, dass es noch lange, lange Zeit ist bis zum nächsten Minecraft-Update. Ihr wisst mittlerweile, wie ich dazu stehe, dauernd Minecraft abzudaten. Es hängt mir sowas von zum Hals raus, deshalb mache ich ja auch so selten Updates. Tatsache ist aber, dass immer wieder gute neue Ideen mit in die Updates kommen, weshalb es eigentlich trotzdem sinnvoll ist, es sich runterzuladen. Es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo die Updates nur da sind, um da zu sein. Verdammt, jetzt kann ich immer mehr das Erz mitnehmen. Okay, was wird geopfert? Das bisschen Redstone. Ich will den Redstone nicht opfern. Verdammt, was? Ah, ich habe eine Idee. Genau. Ich brauche eh keine Werkbank, also bauen wir uns lieber Stäbe. Und dann habe ich hier Platz für das Erz. Genau. Wunderbar. Gott, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich mache ja so gut wie nie ein Update bei Minecraft, weil ich eben einfach keine Lust habe, dauernd das Spiel abzudaten. Aber Tatsache ist, dass wirklich immer wieder gute Neuerungen dabei sind. Also ich meine, allein die Tatsache hier mit der Erfahrung fürs Abbauen von Rohstoffen, das ist ja schon mal mega super. Also echt mega super, hyper klasse. Und dann die Tatsache, dass man jetzt mit Dorfbewohnern handeln kann. Und weiß der Geier was alles. Das sind alles tolle Sachen. Nur die... Jetzt ist echt die Frage, was würde ich mir für ein Update wünschen? Also, das Schlimme ist, ich weiß ja nicht mal alle Neuerungen von den ganzen Updates, die ich jetzt übersprungen habe. Und habe nicht die leiseste Ahnung, was alles neu ist. Ich kenne ja noch gar nicht alle Möglichkeiten, die ich in Minecraft jetzt eigentlich hätte. Und deshalb ist es schwer zu sagen, was würde ich mir für die nächsten Minecraft-Updates wünschen. Ich würde mir vielleicht mal wünschen, dass das Spiel ein bisschen flüssiger läuft oder so. Aber das ist nicht die Schuld von Mojang, oder doch? Zu dem Thema habe ich ein Video von Dr. Allwissend gesehen. Kennt ihr Dr. Allwissend? Wenn nicht... Ja, Dr. Allwissend ist ein netter YouTuber, der... ja, Videos macht, wie das viele YouTuber ebenso machen. Geistreiche Feststellung, ich weiß. Und Dr. Allwissend beschäftigt sich gern damit, Fragen seiner Zuschauer zu beantworten zu allen möglichen Themen. Und eine Frage war zum Beispiel, warum ist Minecraft so ein gutes Spiel? Und Dr. Allwissend hat darauf geantwortet, eigentlich ist Minecraft total scheiße, weil irgendwie ist das Spiel total einfallslos, es ist absolut nichts Neues und es... sieht scheiße aus und es läuft dadurch, dass es auf Java geschrieben ist oder so, wird es sowieso niemals irgendwo flüssig laufen und eigentlich total doof und so. Und das hat er gesagt als jemand, der wirklich gerne Minecraft spielt. Und eigentlich hat er recht damit. Jetzt ist die Frage, warum ist Minecraft trotzdem so erfolgreich, ne? Wie kam ich jetzt da drauf? Guckt euch das Video ruhig mal an. Also Dr. Allwissen macht sehr unterhaltsame Videos, hat jetzt gar nichts damit zu tun, egal, jetzt kann ich nicht mal meine Kohle einsammeln, ich werd wahnsinnig, schmeiß den Ofen weg, zack, weg damit. Übrigens, Items, die in eurer Schnellleiste unten sind, könnt ihr wegwerfen, indem ihr sie anwählt und Q drückt, nur um es mal gesagt zu haben. Habe ich, glaube ich, im ganzen Display noch nicht einmal gemacht, aber egal. Das ist eben was ich mir wünschen würde, wenn er wirklich sagt, es liegt an Java, also dass das Spiel irgendwie auf Java geschrieben ist, und es liegt irgendwie daran, dass das Spiel nie richtig flüssig läuft, obwohl es eigentlich gar keine Anforderungen haben dürfte, bla bla bla. Dann würde ich mir wünschen, dass das geändert wird, sodass Minecraft vielleicht dann doch mal irgendwie flüssig läuft. Das wäre eine Idee, oder? Aber das wäre nicht einfach nur mit einem Update zu beheben, weil dann müsste irgendwie das komplette Spiel neu geschrieben werden oder so. Möhm, genau, Möhm, das ist ein gutes Wort.
Das wäre nicht nur mit Arbeit verbunden, sondern würde man wohl auch eine neue Minecraft-Version dann kaufen müssen, weil es wäre ja dann letzten Endes irgendwie schon ein neues Spiel, wenn man es so grundlegend überarbeiten würde. Nicht mit einem Update, nicht einfach mit einem Update zu leisten, denke ich mal. Ja, wäre aber wirklich eine Verbesserung, die ich begrüßen würde, wenn man Minecraft irgendwie ruckelfrei spielen könnte. Ich weiß nicht, wo ich hier wieder rauskomme. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wo ich bin. Selbst wenn ich jetzt hier irgendwo hochkommen sollte, was ich jetzt hoffe, ich muss den ganzen Rohstoff, muss ich liegen lassen, es tut mir leid. Selbst wenn ich jetzt hier irgendwo. Warum ist er jetzt nicht gerannt, der blöde Honk? Na. Ich muss. Selbst wenn ich hier irgendwo hochkomme, ich weiß nicht, ob ich irgendwo nochmal rauskomme. Ich meine. Und wo ich rauskomme und überhaupt und sowieso und ja. Okay, es hat keinen Zweck, ich muss mich nach oben graben, auf die Gefahr, dass ich irgendwo rauskomme, wo ich nicht weiß, wo ich bin und dann ewig nach meinem Heimatstützpunkt suche. Zum Glück habe ich ja ein paar Koordinaten in vorherigen Videos anzeigen lassen, die ich nicht auswendig weiß, aber die ich mir jederzeit wieder in den Videos angucken kann. Ja, ich habe ja alles auf Video. Und da könnte ich mich auch ohne Kompass nach meinen Koordinaten orientieren, wenn ich das wollte. Andererseits könnte ich natürlich auch einfach irgendwo an der Oberfläche einen Baum fällen, mir das Holz greifen, eine Werkbank bauen, mir mein Eisen schmelzen. Ofen habe ich ja nicht mehr dabei, okay, aber ich kann mir einen bauen, ich habe ja das genötige Material quasi dabei. Und dann könnte ich mir munterflockig, wenn ich genug Eisen habe und Redstone habe, meinen, ja, Kompass bauen, den ich bräuchte, um einen Weg zu finden. Ja. Gut, Minecraft-Updates, was würde ich mir wünschen? Ja, es ist echt toll. Also eigentlich war das wirklich von Simon, ich nenne dich jetzt Simon, okay, das ist einfacher. War das eine echt gute Idee? Und es ist schade, dass ich dazu so wenig sagen kann. Aber Tatsache ist, ich habe mir da nicht wirklich ausführlich Gedanken drüber gemacht. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört, die in den alten Minecraft-Versionen schöner war, die man noch mal einführen könnte. Allerdings wäre das dann vielleicht auch doof. Vielleicht würde das die Leute auch stören. Und zwar war es früher in den Minecraft-Versionen so, dass Tiere überall jederzeit spawnen konnten. Also mittlerweile hat man ja irgendwie Viecher irgendwie in der Landschaft rumstehen und die muss man füttern, dass sie sich vermehren und ansonsten hat man sie irgendwie irgendwann ausgerottet, habe ich den Eindruck. Also ich glaube, die vermehren sich sonst nicht von selbst oder spawnen auch nicht neu. Und das finde ich ein bisschen doof. Das war früher eben nicht so. Oh, ich höre Hühner. Ich muss irgendwo in der Nähe von der Oberfläche sein, sonst würde ich keine Hühner hören. Irgendwie hängt jetzt alles. Okay. Schön, das ist nicht das erste Mal für heute, aber toll. Oh, da ist Erde. Das ist ein gutes Zeichen. Fackel bitte. Dankeschön. Da fackeln wir doch nicht lange und sitzen mal eine Fackel hier. Ja, was könnte ich mir für die nächste Minecraft-Version wünschen? Vielleicht, dass Diamant besser zu finden ist? Oh mein Gott, wo zum Geier bin ich? Ich bin unter einem Baum. Ja, das sehe ich ein. Oh, und ich sehe eine Markierung. Oh! Ich bin direkt neben meiner Haustür. Was sagt man denn dazu? Setzen wir da mal eine Fackel, dass ich den Weg wieder finde hierher. Genau. Zack, zack, zack. Einen schönen Fackelzug. Haha, ein gelbes Schaf. Wie bist du aus deinem Stall gekommen, Kollege? Ach nee, das war bestimmt eins von denen, die ich hier außen ab eingefärbt habe, damit ich meinen Weihnachtsbaum besser bearbeiten kann, damit ich genug Kugeln zusammenkriege. Irgendwie ist er ja schon schön, finde ich. Aber ohne Miese hat er trotzdem besser ausgesehen. Egal. Gehen wir erstmal in mein Haus, genau. Und gucken mal, wie es hier aussieht. So, hier bunkern wir jetzt erstmal den Krempel, den ich beim nächsten Mal wieder mit runternehme. Was eigentlich nur noch die Truhen sind. Schade. Rohstoffe. Das hat mir auch jemand geschrieben, finde ich sehr schön, diese Informationen. Und zwar, wenn man zum Beispiel Eisen abbaut. Verdammt, ich brauche mehr Platz. Dann wird dieses Eisen nicht Punkte produzieren. Also ihr kriegt ja, wenn ihr Rohstoffe abbaut, wie Kohle zum Beispiel, kriegt ihr Punkte. Beim Eisen ist das nicht der Fall, wenn man es abbaut, sondern man kriegt die Punkte dann, wenn es fertig gebrannt ist.
Irgendwie höre ich schon wieder seltsame Geräusche. Egal. Also wenn das Eisen quasi im Ofen fertig gebrannt ist und ihr es rausholt, dann kriegt ihr die Erfahrungspunkte. Und das erklärt auch, warum ich beim letzten Mal dieses komische Bimmelimmelim gehört habe, als ich irgendwie mein Eisen und mein Gold aus dem Ofen geholt habe. Da habe ich nämlich dann direkt ein Level abgekriegt. Was mir aber gar nicht aufgefallen ist. Ulun ist es aufgefallen, der hat geschrieben, ja, Kollege, du hast da Punkte gekriegt fürs Eisen rausholen, deshalb hast du ein Level up und ja, lebt damit oder so. klar, ne? Muss ich dazu noch was sagen? Nee, ich weiß nicht, ich bin doof. Ist halt mal so. Gilt für Gold, gilt für Eisen. Wenn man es eben gebrannt hat, kriegt man die Erfahrungspunkte und ja, man wird glücklich damit oder so. Oder man wird nicht glücklich damit. Oh, ich hab so schön. Die Kühe machen sehr seltsame Geräusche, muss ich feststellen. Ich habe sehr schöne Rohstoffe. Was ich mir wünschen würde für ein neues Minecraft-Update, das ist eine Idee. Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber es kommt mir gerade sehr spontan wegen den komischen Geräuschen der Kühe. Ich würde mir wünschen, dass die Sounddateien in Minecraft in einem etwas benutzerfreundlicheren Format abgespeichert wären. Ich habe vergessen, wie das Format heißt, das hier bei Minecraft verwendet wurde für die Sounddateien, aber es sind keine MP3s und keine WAV-Files. Und das ist für mich persönlich ein Problem, weil ich mit diesem Format nicht arbeiten kann. Dafür brauche ich extra eine neue Software, die habe ich mir runtergeladen. Ich habe sie noch nicht getestet, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn es WAV-Dateien oder MP3s wären, wäre das viel cooler für mich, weil dafür habe ich schon die entsprechende Software, mit der ich mich auskenne, um sie zu bearbeiten. Und dann würde ich das machen, was ich letztens mal kurz so für einen Moment versucht habe, sag ich mal. Und zwar die Sounddateien von Minecraft zu überarbeiten, zu ersetzen quasi. Und daraus ein bisschen Spaß machen. Ich habe zum Beispiel mir überlegt, ja, die Zombies, die machen irgendwie voll doofe Geräusche in dem Spiel hier. Finde ich voll doof und langweilig und die könnte ich wunderbar ersetzen durch zum Beispiel die Laute der Zombies aus Resident Evil 1. Da ich ja die PC-Version von Resident Evil 1 besitze und auf dieser sämtliche Sounddateien irgendwie in Form von Wave-Dateien gespeichert sind, könnte ich also einfach die Datei ersetzen. So muss ich die Datei aber erst umkodieren in das neue Format und das ist irgendwie umständlich. Umständlicher als es sein müsste. Warum will ich sowas überhaupt machen? Weil ich irgendwie gestört bin, zu viel Freizeit habe oder so und Spaß dran hab. Nee, also ich mache sowas schon immer gern. Ich mache gerne solche Experimente und verändere die Tondateien von Spielen oder dergleichen. Einfach um zu beweisen, dass es geht, ja, und um irgendwie was Besonderes zu haben. Also ich fände das sehr, sehr witzig, wenn irgendwie die, ja, wenn die Zombies zum Beispiel einen angenehmeren Sound hätten, einen etwas bedrohlicheren Zombie-Sound, so wie eben der aus Resident Evil 1 zum Beispiel. Was eben technisch gesehen kein Problem wäre. Und auch andere Geräusche könnte man wunderbar ersetzen. Beispielsweise, wenn man irgendwie von einem Gegner getroffen wird, dass es sich anders anhört. Oder was weiß ich was alles. Und ich habe da in der Richtung auch schon mal ein bisschen angefangen, Soundsamples rauszusuchen, die ich gerne ersetzen würde und so. Aber irgendwie habe ich die Sache dann eingestellt, weil ich eben keine Lust hatte, jetzt noch umzukodieren und alles so viel Arbeit. Ja. Also das wäre eine Verbesserung für eine neue Minecraft-Version. Speichert die Sounddateien, wenn ihr sie schon als nutzbare Dateien speichert, nicht irgendwie nur als irgendeinen Code, den keinen Sau versteht, dann speichert sie doch in einem Format, das irgendwie auch gängiger ist. Ja, genau. Also als MP3s zum Beispiel. Ich meine, gibt's irgendwie ein gängigeres Tonformat als MP3s? Nö, meiner Meinung nach nicht. Und die könnte ich zum Beispiel wunderbar ersetzen, bearbeiten, hin und her und hickhack. Und wenn euch das zu doof ist, dann macht's als Wave-Dateien. Die sind, brauchen zwar mehr Speicherplatz, aber das wäre auch ein gängiges Format. Ja, tut, was ich euch sage hier. Das wäre mal was Tolles für ein Update. Und ich fände es auch toll, wenn irgendwie die Wahrscheinlichkeit für Hühner höher ist. Also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, hier Eier einsammeln, gegen die Wand donnern und dann gucken, dass Hühner rauskommen oder so. Ich finde die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert ist, ein bisschen zu gering. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eier verschwendet, aus denen ich auch irgendwas hätte backen können oder dergleichen und nicht einen Huhn erschien, finde ich ein bisschen schwach, weil normalerweise sollte man davon ausgehen, dass in einem Ei auch irgendwie ein Huhn entstehen könnte. Gut, ich würde ein Ei nicht unbedingt gegen die Wand donnern, um das rauszufinden, sondern ich würde es ausbrüten lassen, aber
Ja, es ist Minecraft, verdammt. Was soll ich machen? Soll ich einen Brutkasten bauen oder so? Soll ich es einen Backofen legen oder was? Keine Ahnung. Wäre vielleicht auch eine Option. Ja, dann Respawn von Viechern, habe ich ja schon gesagt, wäre eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das reicht, das reicht, das reicht. Oh. Ja, und dass es nicht mehr so hängt und ruckelt und meine Fresse, es ist schrecklich. Gah. Gehe ich jetzt nochmal runter oder lasse ich es bleiben? Ich bin jetzt gerade mir ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt wirklich nochmal auf Erkundungssuche gehen will oder nicht, oder ob ich damit arbeiten will oder nicht, oder ob ich jetzt nicht einfach einen Cut mache und sage, es reicht für heute. Ich glaube, ich sollte das Ganze an der Stelle einstellen. Da hinten sieht man wunderbar meinen Fackelzug, das ist schön, da findet man wieder runter. Also, Simon, danke für den Vorschlag. Wenn mir noch was dazu einfällt, dann werde ich das beim nächsten Mal nennen, aber im Moment fällt mir jetzt nicht so allzu viel dazu ein. Aber ja, also ein Vorschlag für die Zukunft für Minecraft-Updates macht sie nicht so häufig. Das ist auf jeden Fall so das Wichtigste. Macht große Updates mit vielen Änderungen und nicht dauernd alle 2 Tage eine kleine Änderung mit einem neuen Update. Das ist nervig. Und vielleicht solltet ihr die dann auch mal so machen, dass man sein Texture-Pack beibehalten kann, das nicht dauernd neu rein knallen muss. Und vielleicht könnt ihr Minecraft auch mal so gestalten, dass man irgendwie diesen MC-Patcher nicht mehr braucht, von dem ich nicht weiß, wofür er gut ist. Habe ich den überhaupt gebraucht beim letzten Mal? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich habe einfach das Texture-Pack runtergeladen und die ZIP-Datei reingeknallt und das war gut. Glaube ich, zu glauben. Aber, ach, wofür ist dieser MC-Patcher überhaupt? Verdammt. Und warum muss da auch alle 3 Tage eine neue Version rauskommen? Es ist alles doof. Ja, macht das mal richtig. Ja, und ansonsten, Andy, auch danke für dein Thema und was Dark Ape Shiny mir geschrieben hat, das ist wieder ein sehr großes Thema, deshalb werde ich das jetzt hier nicht mehr erläutern, das ist ein bisschen zu viel und deshalb verschieben wir das auf eine neue Sitzung oder so. An der Stelle soll es aber jetzt echt mal reichen. Ich habe genug für heute geleistet, ich habe endlich meine ersten 2 Stücker Diamant gefunden, ich bin ganz stolz auf mich und damit soll die Sache erledigt sein. Also, ich war euer Nixon, das war Minecraft und ich sage euch, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.